Jawohl, liebe Freunde, der Raven Knight meldet sich mit Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney zurück, um nochmal auf die Massenuploads zu kommen. Ja, es wird so laufen, dass ich voraussichtlich bis zum 4. Februar mir vorgenommen habe, zumindest, zwei meiner Nebenprojekte, neben Shadow Hearts natürlich, zu Ende zu bringen, oder zumindest bis zum Ende zu bringen. Jeder Schritt darüber hinaus wäre ein großer Erfolg für mich. Und ich hoffe, dass ich auch einiges hinbekommen werde. Denn, in letzter Zeit gab es ja nicht so viele Videos von mir. Und das möchte ich ändern. Also, freut euch mit mir auf weitere Raven Knight Let's Plays und so weiter. Wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Ach ja, der Page sollte sich äußern zu dieser ganzen Geschichte vor Gericht. Denn Frau April May hat ihr wahres Gesicht gezeigt. Und wir fragten noch aus welchem Grund. Weil ich denke, dass das Abhören nichts mit dem Mord zu tun hat. Jedoch, wenn Sie einer Bedingung zustimmen, werde ich den Aufruf des Zeugen zulassen. Bedingung? Wenn das Alibi von Frau May nach der Befragung des Pagen bestätigt ist, erkennen Sie an, dass Frau April May nicht die Mörderin und somit unschuldig ist. Folglich müssten Sie akzeptieren, dass Frau Maya Fey schuldig ist. Das ist meine Bedingung. Ach du Scheiße. Was? Ich sollte wohl besser etwas Verdächtiges in der Aussage dieses Pagen finden. Andernfalls wird Maya sofort für schuldig erklärt. Was soll ich nur tun? Na, wir akzeptieren die Bedingung. Also gut, ich habe nichts zu verlieren. Außer, tja, eben alles. Verstanden, ich akzeptiere die Bedingung. Idiot. Direkt in die Falle gegangen. Ach je. Moment. Nun gut. Das Gericht ruft den Hotelpagen in den Zeugenstand. Ich denke, wir sind bereit für die Aussage des Zeugen. Er sieht sicherlich aus wie ein Page. Ja. Ich habe Ihre Vorladung mitten bei der Arbeit erhalten. Ich bin froh, helfen zu können. Dieses C-Service sieht recht schwer aus. Also soll er gleich mit seiner Aussage beginnen? Nun gut, Sir. Frau Mays Zimmerservice. Ich bin der Chefpage im Feinhotel Gatewater, seit 4 Generationen erfolgreich. Ich denke, es war nach 20 Uhr, da kam ein Anruf von unserem Gast Frau May. Sie bestellte einen Eiskaffee für Punkt 21 Uhr auf ihr Zimmer. Ich habe ihr natürlich genau zur gewünschten Zeit gebracht. Und ich habe den Eiskaffee von unserem Gast Frau May persönlich übergeben. Verstehe. Die Verteidigung darf mit dem Kreuzfeuer beginnen. Richtig, ich bin bereit, hoffe ich. Jetzt geht's drum. Wenn ich jetzt nicht beweisen kann, dass Frau May in Mord verwickelt war, ist Maya erledigt. Okay. Dann wollen wir mal. Wir greifen jetzt jede Ansage an. Was genau ist Ihre Aufgabe in dem Hotel? Nun, alles, was von mir verlangt wird. Ich checke Gäste ein, ich checke Gäste aus. Ich putze Zimmer, ich mache Betten. Und ich bringe den Zimmerservice. Ich habe Frau May persönlich eingecheckt. Und Sie sind immer so makellos? Herr Wright, unterlassen Sie bitte derart alberne Fragen. Mal schauen. Sind Sie sich sicher, dass Frau May am Telefon war? Ganz sicher. Wie können Sie so sicher sein? Ich habe Frau May persönlich eingecheckt. Ich habe ihre umwerfende Ausstrahlung wahrgenommen und auch ihre Stimme gehört. Und dann sah ich Sie. Und ich... Es ist so... Ich konnte mich sehr gut an Sie erinnern. Ja, was war dann? Sie bestellte einen Eiskaffee für Punkt 21 Uhr auf ihr Zimmer. Punkt 21 Uhr, sagen Sie? Ja, ich habe mir dieses Detail mehrmals bestätigen lassen. Sie sah sich eine Sendung an und wollte den Kaffee anschließend trinken. 21 Uhr, der Zeitpunkt des Mordes. Ich habe ihn natürlich genau zur gewünschten Zeit gebracht. Genau um 21 Uhr also? Genau, exakt und ganz bestimmt 21 Uhr abends. Wie können Sie sich so sicher sein?
Frau May bestand mit Nachdruck darauf, dass er genau dann gebracht werden sollte. Oh, Page, hihi. Ich möchte Eiskaffee, exakt um 21 Uhr, Sie wissen schon. So in etwa. Deshalb klopfte ich an ihre Tür, genau als 21 Uhr schlug. Warum stand sie so nachdrücklich auf diese Zeit? Und ich habe den Eiskaffee unserem Gast Frau May persönlich übergeben. Sind Sie sicher, dass es Frau April May selbst war? Absolut. Absolut? Ja, wie in sowas von absolut ist eine nette Angewohnheit von mir. Warum sind Sie sich so verdammt sicher? Nun, als ich den Zimmerservice brachte, gab sie der Gast mir ein Embrassé. Embrassé? Ist das Französisch für Umarmung? Das heißt auf Französisch Kuss, aber kein richtiger, eher ein Bussi auf die Wange. Warum sollte sie das tun? Ich denke, vielleicht war sie in dem Augenblick von meinem untadeligen Benehmen angetan. Es war ein Moment, den ich niemals, wirklich niemals vergessen werde. Klingt mir ziemlich faul. Ich glaube, Frau May würde was im Schild und führte was im Schild und wollte, dass er Page sich an sie erinnert. Das bringt nichts. Da ist nichts. Was das jetzt? Endlich sehen Sie es ein. Dieser Page hat absolut keinen Grund zu lügen. Nun, wenn Sie etwas Anstand hätten, würden Sie dieses mühselige Kreuzfeuer jetzt beenden. Es war etwas mühselig. Der Zeuge darf den Zeugenstand verlassen. Ich kann das nicht zulassen, oder doch? Ich protestiere. Moment, bitte warten Sie. Ja, hat die Verteidigung noch etwas hinzuzufügen? Eine letzte Frage. Lassen Sie mich noch eine letzte Frage stellen. Euer Ehren, ich erhebe Einspruch. Diese Justizscharade hat schon lange genug gedauert. Na, Herr Edgeworth. In Ordnung, Herr Wright. Ich gewähre Ihnen noch eine Frage, aber nicht mehr. Okay. Jetzt geht's um alles. Das ist meine letzte Chance. Wonach frage ich ihn bloß? Ich frage ihn nach Einchecken. Wie war das beim Einchecken? Erzählen Sie mir, wie Sie Frau May eingecheckt haben. Oh, in Ordnung. Nun gut. Mein erster Gedanke war, dass sie eine unheimlich schöne Frau ist. Sie ist genau mein Fall. Also war es eine Enttäuschung. Wirklich. Verstehe. Hä? Entschuldigen Sie, was genau war denn eine Enttäuschung? Nun, ich habe durchaus Charme, aber ich hätte keine Chance, solange Ihr Geliebter da ist. Hä? Was hat er gesagt? Was haben Sie da gesagt? Eigentlich nichts. Page, sagen Sie uns sofort die Wahrheit. Hat Frau May mit einer anderen Person zusammen eingecheckt? Einspruch. Dagegen muss ich Einspruch erheben. Einspruch abgelehnt. Der Zeuge wird die Frage beantworten. Ja, verstehe. Warum haben Sie das in Ihrer Aussage nicht erwähnt? Nun, Sie haben, nicht danach gefragt. Netter Versuch. Das ist genau das, was Sie eigentlich hätten erwähnen sollen. Ach ja, gut. In der Tat. Es war der, ehrenwerte Staatsanwalt dort, Herr Edgeworth, oder... Hä? Er hat mich gebeten, es nicht zu erwähnen, sofern ich nicht ausdrücklich gefragt werde. Uff! Ah, so spielt der. Sie Idiot! Ja, mit solchen Karten spielt unser Edgy also. Ja. Habe ich mir gedacht. Ich hab's geschafft. Ich hab gewonnen. Frau April May hat in ein Doppelzimmer eingecheckt mit einem Mann. Korrekt? Ja. Als sie ihn dann bei den Zimmerservice gebracht haben, haben sie den Mann nicht im Zimmer gesehen? Das stimmt. Euer Ehren? Wir haben gerade von einer anderen Person erfahren, die als Mörder in Frage kommt. Wer diese Person wohl sein wird, finden wir im nächsten Video von Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney aus. Schalte also beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir hoffentlich den Fall zumindest weitestgehend klären. Schaltet wieder ein bei Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Sprach der Raven Knight nimmermehr. Und denkt dran, wer später bremst, fährt länger schnell.